Palmyra, die legendäre Handelsmetropole der Antike. Eine blühende Oase inmitten der syrischen Wüste. Uralte Quellen berichten vom sagenhaften Reichtum der Stadt. Doch die vorzeitliche Stadt, von der die Schriften erzählen, ist längst verschwunden, verborgen unterm Wüstensand. Er will sie finden, Professor Schmidt-Colliné. Nicht mit Spaten und Pinsel, sondern mit der modernsten Technik unserer Zeit, dem Radarsatelliten TerraSAR-X. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt stellt seine Spitzentechnologie in den Dienst der Archäologie, um das versunkene Palmyra aufzuspüren. Der Ort erzählt von übermächtigen Feinden und tödlicher Bedrohung, von einem Leben in Luxus und Überfluss und von einer der mächtigsten Frauen des Orients, der schönen Zenobia. Die stolze Fürstin greift zur Macht und erhebt sich zur Alleinherrscherin der Wüste. Palmyra, eine grüne Insel mitten in der syrischen Wüste. Um die Zeitenwende war die Stadt der Palmen eine der mächtigsten Handelsplätze der damaligen Welt. Dort steuerten Global Player den Warenfluss zwischen Orient und Okzident und wurden dabei steinreich. Und was sie einnahmen, gaben sie wieder aus. Für gewaltige Repräsentationsbauten. Jeder, der nach Palmyra kam, sollte den Reichtum sehen. Die Monumente, die heute noch jährlich tausende Touristen bestaunen, sind aus den ersten Jahrhunderten nach Christus. Doch die Stadt ist älter, viel älter. Vor etwa 4000 Jahren wird Palmyra zum ersten Mal in unterschiedlichen schriftlichen Quellen erwähnt. Damals heißt der Ort noch Tadmor und ist eine kleine Karawanenstation auf dem langen Weg zum Mittelmeer. Von dem frühen Palmyra aber fehlt jede Spur. Auch über die Zeit danach finden die Forscher weder schriftliche noch archäologische Hinterlassenschaften. Erst ab dem 1. Jahrhundert vor Christus machte Palmyra wieder von sich reden. Die palmenreiche Oase im Zentrum der Wüste avanciert zum pulsierenden Umschlagplatz eines weltweiten Handelsnetzes. Im Osten reicht die Route über Mesopotamien und die Mongolei sogar bis nach China. Im Westen bis zu den Alpenländern. 15.000 Kilometer Handelswege. Und Palmyra thront wie eine Spinne mitten im Zentrum. Schwerbeladene Karawanen bringen Waren aller Art für den Fernhandelsverkehr. Trauben und Olivenöl aus Spanien gehören damals zu den Exportschlagern, ebenso wie Wein aus Rhodos oder exotische Gewürze aus dem fernen Indien. Aber auch die kostbare Seide aus China wird hoch gehandelt. Ganz gleich, ob die Kaufleute ihre Waren in Palmyra verkaufen oder einfach nur durchreisen wollen, immer müssen sie an die Fürsten saftige Tribute zahlen. Trotzdem legt jede Karawane in der Wüstenstadt eine Rast ein. Schon allein wegen der Efka-Quelle. Auf der Route zur Küste ist das Grundwasserreservoir die einzige Wasserstelle weit und breit. Sie garantiert den Bewohnern von Palmyra Wohlstand und florierenden Handel. Im Jahr 31 vor Christus blickt Rom nach Palmyra. Das Imperium drängt immer weiter nach Osten und braucht die Vorzeigemetropole als Verbündete. Die Stadt wird römische Provinz. Die Bewohner bleiben zwar unabhängig, sind aber den Herren vom Tiber loyal ergeben. Die neue Situation bringt ihnen sogar wirtschaftliche Vorteile. Rom stärkt Palmyras Rolle als Zentrum des Karawanenhandels. Kaufleute aus der Fremde müssen höhere Zölle bezahlen. Die einheimischen Großhändler steigern die Gewinnspannen. Allein an Luxuswaren aus China und Indien verdient die Stadt jährlich etwa 100 Millionen Sesterzen,
rund 250 Millionen Euro. Ein Großteil des Geldes fließt in den Städtebau. Dabei ist Rom das große Vorbild für die eigenen architektonischen Entwürfe. Rückgrat der blühenden Metropole wird die prächtige Säulenallee mit Torbogen, Seitenstraßen und öffentlichen Prunkbauten. Palmyra erlebt einen Bauboom, der viele Jahrzehnte anhält und die Oase in ein luxuriöses Rom der Wüste verwandelt. Selbst das Markenzeichen römischer Baukunst, das Theater, haben die Palmyrener kopiert. Brot und Spiele, um das Volk bei Laune zu halten. Die erfolgreiche Propagandamaßnahme der Herrscher am Tiber kommt auch bei den syrischen Vasallen gut an. Die monumentalen Ruinen zeugen von der einstigen Machtstellung Palmyras, die der Ort vor allem seiner strategisch günstigen Lage zu verdanken hat. Und von einer Epoche, die als goldene Ära der Stadt in die Geschichte eingegangen ist. Alles, was wir heute an Ruinen sehen in Palmyra, ist mehr oder weniger aus der römischen Kaiserzeit, byzantinischen Zeit oder frühislamischen Zeit, also 1. bis 7. Jahrhundert nach Christus. Wir wissen aber aus antiken schriftlichen Quellen, dass es auch schon vor der Römerzeit, in Anführungsstrichen, also in dem, was wir Hellenismus nennen, 3. bis 1. Jahrhundert vor Christus, eine bedeutende Siedlung in Palmyra gegeben haben muss. Seit 30 Jahren forscht Professor Schmidt-Collinet in Palmyra mit dem Ziel, im Wüstensand die Siedlung zu finden, von der die Quellen berichten. Ihm zur Seite steht der Geophysiker Dr. Jörg Fassbinder, Spezialist für elektromagnetische Untersuchungen und Bodenradar. Fassbinder ist berühmt für seine spektakulären Entdeckungen. Dritter im Bunde ist der Radarexperte Dr. Stefan Buckreus. Er arbeitet im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und zeichnet für das Projekt TerraSAR-X verantwortlich. Er koordiniert den Versuch, die verborgene Stadt mit Hightech aufzuspüren. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist eine hochkomplexe Forschungseinrichtung, die ein breit gefächertes Aufgabenprofil zu bewältigen hat. Im Auftrag der Bundesregierung beschäftigt sich das Institut ebenso mit der Entwicklung von Raketensystemen wie mit der Erkundung von fremden Planeten oder der Beobachtung der Erde. Die Wissenschaftler vom DLR stellen ihre Spitzentechnologie, den Radarsatelliten TerraSAR-X, in den Dienst der Archäologie. Ein einmaliges Experiment. Phase 1 der Hightech-Suche. Erstellung eines Geländemodells von Palmyra und Umgebung. Aus einer Höhe von mehr als 500 Kilometern tastet der Satellit zunächst im Grobmodus das Terrain mit Radarwellen ab. Je nach Bodenbeschaffenheit dringen die Wellen bis zu 10 cm tief ins Erdreich ein. Diese neuen Radarbilder hier vom DLR ermöglichen jetzt die Oberfläche so genau, so exakt zu vermessen und darzustellen, dass man auch an der Oberflächenstruktur noch besser als mit Luftaufnahmen erkennen kann, welche Monumente unter der Erde liegen können. Die Ruinen von Palmyra, aufgenommen aus dem Orbit. Die gestochen scharfen Bilder zeigen deutlich, wie die Metropole in der Antike angelegt war. Auch, dass in unmittelbarer Nähe zu den riesigen Palmenhainen das größte Gebäude der Stadt emporragt. Der Bel-Tempel. Die alte Weihestätte wurde zu Ehren der höchsten Schutzgottheit Palmyras errichtet. Um die quadratische Anlage verlief eine über 11 Meter hohe Mauer, die den heiligen Bezirk von der Außenwelt abschirmte. In seinem Inneren stand das Hauptheiligtum. Der Tempel, vor dem die Priester Gott Bel Opfer darbrachten, konnte nur über das Portal an der Breitseite betreten werden. Und dafür gab es einen Grund, der vor allem mit der damaligen Glaubensvorstellung der Menschen zu tun hatte. Der Eingang zum Allerheiligsten war so konstruiert, dass er genau in einer Fluchtlinie mit dem Eingang in der Umfassungsmauer lag. Die Blickrichtung endet aber nicht an der Mauer, sondern reicht sogar noch über den Tempelbezirk hinaus.
Der Achsenverlauf führt mit nur geringen Abweichungen zum wichtigsten Platz Palmyras. Er liegt am anderen Ende der Stadt, einige Kilometer von der Kultstätte entfernt. Dort, wo der Reichtum der Handelsmetropole entsprang. Ein Schatz der Natur, der immer gut bewacht werden musste. Die Efka-Quelle. In den Weiten der syrischen Wüste war der Wasserspeicher ein Geschenk des Himmels. Doch die Menschen glaubten, wenn sie in Ungnade fallen, könnten die Götter die Quelle versiegen lassen. Deshalb beteten sie zum mächtigen Bel, den heiligen Ort zu behüten. Dass diese beiden das Wasserspenden, das lebensspendende Quellheiligtum, dass er überhaupt erst die Existenz Palmyras sozusagen begründet und der Haupttempel, dass die aufeinander bezogen sind in der Achse, ist sicher kein Zufall. Und deshalb haben wir auch in dieser Gegend, in dieser Achse oder etwas nördlich davon, das ursprüngliche, die älteste Siedlung vermutet. Diese Niederlassung muss auch dann noch existiert haben, als in Palmyra der römische Baustil in Mode kam. Zumindest waren einige Zugänge zum Hauptplatz, der Agora, auf der Seite angeordnet, wo die Wissenschaftler den ältesten Teil der Stadt verorten. Heute grenzt an den Versammlungsort ein weitläufiges Areal aus Stein und Geröll. Aber in der Vorzeit könnten auf dem Gelände von Palmen umsäumte Häuser oder Villen gestanden haben. Wenn Schmidt-Collinets Theorie stimmt, liegt die gesuchte Stadt direkt vor dem Zentrum des antiken Palmyra, vom Wüstensand verschluckt. Auch die Straße zum Theater, die dritte große öffentliche Anlage, war auf das Terrain ausgerichtet. Dorthin öffneten sich die Portale für die Zuschauer. Sie kamen von der Stadtseite ins Theater, das mehr als 1000 Menschen Platz bot. Das Theater war ein zentraler Treffpunkt für die Bevölkerung. Kein Stadtplaner hätte ein öffentliches Gebäude abseits der Wohnviertel ins Niemandsland gesetzt. Die drei bedeutungsvollsten Bauwerke, Versammlungsort, Tempel und Theater, weisen auf ein Gebiet hin, das sich zwischen der Efka-Quelle und dem antiken Palmyra erstreckt. Das Suchfeld ist eingegrenzt. Man kann davon ausgehen, dass die Agora und dieses frühe Nabu-Heiligtum zugänglich von Süden, also auf die Stadt hinweist und von der Stadt aus zugänglich war. Also kann man die Vorgängerstadt der römischen Siedlung sicher südlich des Wadi und vielleicht auch auf der Nordseite des Wadi vermuten. Das Wadi war ein breites Flussbett, das sich immer nach starken Regenfällen mit Unmengen von Wasser füllte. Im Umkreis fanden die Menschen ideale Lebensbedingungen vor. Gut möglich also, dass die Forscher in dem Gebiet fündig werden. Längst aber hat das Wüstenklima die Fläche, die drei Fußballfelder umfasst, völlig ausgetrocknet. Zu groß, um mit Hacke und Schaufel Probegrabungen durchzuführen. Inzwischen kennen die Archäologen andere Methoden, um ins Erdreich zu blicken. Eine Aufgabe für Jörg Fassbinder. Der Geophysiker arbeitet mit einem Gerät, das Objekte unter der Erdoberfläche aufspüren kann. Mit dem Bodenmagnetometer werden elektromagnetische Wellen in den Boden gelenkt und die reflektierten Signale von einer Antenne wieder aufgefangen. Aus den Messdaten wird dann ein Bodenprofil erstellt. Die Karte sieht vielversprechend aus. Im hinteren Bereich des abgesteckten Areals zeichnen sich die Umrisse eines großen Gebäudes ab. Die Aufnahmen des Radarsatelliten Terrasa X bestätigen den Befund. Die Wissenschaftler haben einen Volltreffer gelandet. Die Spur ist heiß. Was das Team unter der Leitung von Professor Schmidt-Collinet danach zutage fördert, gleicht einer Sensation. Die Forscher wissen nicht, ob im Wüstensand eine Villa oder vielleicht sogar ein Palast auf sie wartet. Tonnen von Schutt müssen die Arbeiter beiseite räumen, bis die Grundmauern endlich freiliegen. Sie gehören zu einem gewaltigen Bauwerk, das 40 mal 40 Meter misst und älter ist als die Bauten aus der Römerzeit. Die Forscher nennen ihre Entdeckung Khan. Wir interpretieren das heute so, eben, dass es der Sitz eines solchen Karawanenherren ist. Möglicherweise kennen wir sogar seine Familie.
Es gibt Hinweise darauf, dass das die Familie des Elabel war. Dieser Clan des Elabel ist einer der bedeutendsten palmyrenischen Clans, Societies. Aus dem 1. und 2. Jahrhundert nach Christus sind sie uns bekannt. So muss man sich einen reichen Clanchef vorstellen. Darstellungen wie diese fanden die Forscher überall in Palmyra. Festlich gewandete Männer mit einer speziellen Kopfbedeckung. Das Zeichen für ein heiliges Amt. Viele Kaufleute waren gleichzeitig auch Priester, die zu kultischen Banketten luden. Der Khan des Elabel hatte mindestens 12 Zimmer. In aufwendiger Kleinarbeit gelang es den Archäologen, die Funktionen der Räume zu bestimmen. Im Wohnbereich gruben sie kleine Tontafeln aus, sogenannte Tessere. Nicht größer als eine Briefmarke, aber trotzdem ein sensationeller Fund. Die Tessere spielten im kulturellen Leben Palmyras eine wichtige Rolle. Sie sind so etwas wie gebrannte Eintrittskarten für religiöse Festessen, die als gesellschaftliches Großereignis galten. Über den Ablauf der Bankette können die Wissenschaftler nur spekulieren. Möglich, dass sich die High Society zum geselligen Beisammensein traf. Möglich aber auch, dass der Priester für Gott Bel Opferrituale durchführte. Was aber auf der Speisekarte stand, ist klar. Lämmer und Zicklein waren fester Bestandteil der Menüs. Auch bei den Kultmahlen, die der reiche Kaufmann abhielt. Im Haus des Elabel wurden aber nicht nur Feste gefeiert, sondern auch Handel betrieben. Öllampen, Tonwaren, Stoffe oder Perlmuttschalen. Nur eine kleine Auswahl des reichhaltigen Sortiments, um das im Khan tagtäglich gefeilscht wurde. Die palmyrenischen Großhändler sind damals mächtige Leute. Sie diktieren die Preise und kontrollieren den Weitertransport der Waren, die aus allen Teilen der damals bekannten Welt eintreffen. Auch im Khan wird viel Geld verdient. Dort tummelt sich eine multikulturelle Gesellschaft. Kaufleute aus Afrika, Indien, den britannischen Inseln oder aus China kommen dort zusammen, um gute Geschäfte abzuschließen. Dolmetscher eilen zur Hilfe. Kunden schlendern an den Ständen vorbei. Zu den Verkaufsschlagern jener Tage zählt die kostbare Seide aus China. An keinem Ort im Orient finden die Forscher so viele Seidenreste wie in Palmyra. Die Chinesen beherrschen schon lange die Kunst, die zarten Fäden aus dem Kokon des Seidenspinnerschmetterlings zu feinen Stoffen zu verweben. Der Luxusartikel ist nicht nur in Rom der letzte Schrei. Auch die Palmyrener lieben das edle Material. Die Nachfrage nach dem exotischen Produkt ist so groß, dass die Route später sogar Seidenstraße genannt wurde. Errichtet wurde der Handelssitz im 1. Jahrhundert vor Christus. Etwa zu der Zeit, als die Römer Syrien zur Provinz machten. 300 Jahre später gaben die letzten Bewohner den Khan auf. Das heißt, dass der Betrieb über 16 Generationen florierte. Wir haben Ölimporte aus Spanien, wir haben Fischsalz, dieses Garum aus Tunesien, wir haben Datteln aus Ägypten, wir haben Keramik aus Pannonien, wir haben natürlich glasierte Keramik und Importe aus Mesopotamien. Das heißt, wir haben allein an diesem Bau können wir zeigen, dass zwischen dem 1. Jahrhundert vor und dem 3. Jahrhundert nach Christus bis ins 3. Jahrhundert, wir würden heute sagen, Global Players, wirklich Weltwirtschaft betrieben wurde. Im März 2007 landet in Kasachstan eine Sondermaschine aus Deutschland. Im Gepäck der Erderkundungssatellit TerraSA-X. Unter Begleitschutz wird das Hightech-Gerät zum russischen Weltraumbahnhof Baikonur gebracht. Von dort aus soll der Radarsatellit mit einer Trägerrakete ins All geschossen werden. Am 15. Juni ist es soweit. Fünf Jahre lang, so die Planung der deutschen Luftraumbehörde, kreist das Radarauge um die Erde und liefert dabei permanent hochauflösende Daten.
Im Sommer 2010 hat TerraSA X auch Palmyra aufgenommen. Für Phase 2 des astroarchäologischen Experiments justieren die Experten den Satelliten auf Spotlight, das heißt auf Feinjustierung. Die Erstellung des Bodenprofils erfolgt auf 10 Kilometer breiten Streifen mit einer Auflösung von 1 Meter. Nur ein Roboter kann die Datenflut verarbeiten. 1 Terabyte pro Tag. Die Information von mehreren Milliarden Textseiten. Das Team wächst mit den Datenmengen. Immer wieder treffen sich die Wissenschaftler, um die neuen Aufnahmen zu diskutieren. Ein Prozess von Monaten. Der Satellit hat im Feinmodus das Gelände abgescannt, wo der Kahn ausgegraben wurde. Die Karte, die aus den Daten des Bodenmagnetometers erstellt wurde, zeigt deutlich, wo er liegt. Doch ein Gebäude ist noch keine Stadt. Die Bilder vom TerraSA X offenbaren mehr. Beide Datensätze werden zu einem einzigen Geländeprofil zusammengefügt. Im Idealfall entsteht daraus eine detaillierte Ansicht der versunkenen Stadt. Professor Schmidt-Colliné glaubt, im Testgebiet die Umrisse weiterer Bauwerke zu erkennen. Manche Häuser sind groß, manche klein. Planquadrat für Planquadrat arbeiten die Wissenschaftler die Messergebnisse ab. Ihre Anstrengungen haben sich gelohnt. Die Schatzkarte offenbart die Konturen einer dichten Ansammlung von Gebäuden und Straßen. Kein Zweifel. Unterm Wüstensand liegt die verschollene Stadt, das alte Palmyra. Und mittendrin steht der Kahn, das Handelshaus des Elabel. Mehr als 300 Jahre diente das Gebäude als Handelszentrum und Wohnhaus für eine Dynastie von Kaufleuten, die weltweit erfolgreiche Geschäfte betrieben. Auch als die Römer Palmyra zur Kolonie erklärten, blieb der Kahn noch lange bewohnt. Die Bürger hatten sich mit den neuen Herren arrangiert. Der Ort gelangte zu neuer Blüte und war reicher denn je. Trotzdem wurden der Herrensitz und sogar der gesamte alte Stadtteil plötzlich aufgegeben. Was war geschehen? Dieses Gebäude wurde im letzten Viertel des 3. Jahrhunderts verlassen. Ob durch kriegerische Ereignisse, durch Erdbeben, durch Brand, ist im Befund nicht eindeutig zu klären. Eine Spur führt nach Rom. Mitte des 3. Jahrhunderts nach Christus schlittert das riesige Reich in eine der größten Krisen seiner Geschichte. Die Generäle kämpfen gegeneinander um den Thron des Imperators. Ein Soldatenkaiser jagt den nächsten. Kein einziger stirbt friedlich in seinem Bett. Nicht nur innenpolitisch ist das Imperium zerrüttet. Auch von außen droht der Feind. Barbarische Horden stürmen die Reichsgrenzen. Die Macht, die einst die Welt erzittern ließ, kämpft gegen wilde Stämme ums Überleben. Während die Legionen im Westen einen verzweifelten Krieg führen, bahnt sich im Osten eine neue Gefahr an. Die Perser haben ihre Truppen in Marsch gesetzt. Der Großkönig will sein Reich bis zum Mittelmeer ausdehnen. Kaiser Valerian tritt ihnen entgegen. Im Frühsommer 260 nach Christus kommt es bei Edessa zur entscheidenden Schlacht. Der Perserkönig Schapur war zuvor schon mehrfach in römisches Territorium vorgedrungen, hatte wichtige Städte eingenommen, geplündert und wieder an die gegnerische Großmacht verloren. Auf dem Schlachtfeld von Edessa sollte das Kräftemessen seinen Höhepunkt erreichen. Doch die riesige Armee von Kaiser Valerian ist durch eine Seuche dezimiert. Die römischen Streitmächte erleiden eine bittere Niederlage. Die Soldaten werden als Gefangene verschleppt und auch Valerian selbst gerät in die Hände des Perserkönigs. Valerians Schicksal ist besiegelt. Er fristet den Rest seines Lebens als Sklave des persischen Herrschers. Schapur rühmte sich damit, dass er den römischen Kaiser als Fußschemel benutzte, wenn er aufs Pferd steigen wollte. Ein einmaliger Akt der Demütigung. Prinz Odaenat von Palmyra soll Rom rächen. Als Verbündeter der angeschlagenen Großmacht steht er in der Pflicht. Zudem wittert der Stadtfürst seine große Chance, Ruhm und Ehre zu erlangen.
denn die römische Vorherrschaft im Orient ist faktisch zusammengebrochen. Seine Frau heißt Zenobia, viele Jahre jünger als er und äußerst ehrgeizig. Als Odoenat aus Rom den Auftrag erhält, seine Kamelreiter und Bogenschützen in die Schlacht zu schicken, bestärkt sie Odoenat in seiner Entscheidung. Auch die stolze Zenobia träumt von einer glanzvollen Zukunft als Regentin. Vor allem für ihren Sohn Vaballath hat sie sich hohe Ziele gesteckt. Das Herrscherpaar nutzt die Gunst der Stunde. Und dann kämpft der palmyrenische Prinz, sag ich mal, Odoenat, im Namen, auf Seiten Roms, ist Rom gegenüber loyal und drängt die Sassaniden bis in ihre Hauptstadt zurück und wird deshalb natürlich von den Römern geehrt, geadelt, würden wir sagen, kriegt bestimmte Titel. Und in dieser weltpolitischen Auseinandersetzung spielt Palmyra natürlich da eine ganz entscheidende Rolle. Odoenat übernimmt als Kaiserstellvertreter die Führung der römischen Truppen im Osten. Fortan nennt er sich König der Könige. Doch lange kann er den Ehrentitel nicht genießen. Böse Zungen behaupten, seine schöne Frau Zenobia sei daran schuld. Nur 3 Jahre später ersticht ein Leibwächter Odoenat hinterrücks. Und nicht nur er wird beseitigt, sondern auch sein Sohn aus erster Ehe. Wie jeder mächtige Mann hatte Odoenat viele Gegner. Vielleicht war er Rom zu stark und unabhängig geworden und der Kaiser ließ ihn ermorden. Doch auch Odoenats junge Frau Zenobia hatte ein handfestes Motiv. Nach seinem Tod trat sie als seine Nachfolgerin die Herrschaft an. Für ihren unmündigen Sohn Vaballath. Anfangs steht Zenobias Regentschaft unter keinem guten Stern. Die Perser blockieren Teilstrecken der Seidenstraße am Persischen Golf. Der Persische Golf ist dadurch geschlossen, dass die Sassaniden dort die Handelsmetropolen der Palmyrener am Persischen Golf beherrschen. Deshalb musste ein Interesse bestehen, seitens der Palmyrener die Handelswege nach Indien offen zu halten. Wegen der Blockade droht Palmyra eines seiner wichtigsten Wirtschaftsgüter zu verlieren. Um an die begehrte Seide zu kommen, müssen die Karawanen den Weg über Indien nehmen. Das bedeutet aber auch, dass Zenobia die Route durch Ägypten und das Rote Meer unter Kontrolle bringen muss. Die antiken Geschichtsschreiber rühmen die Herrscherin als schöne und zugleich kluge Frau. Ihr ständiger Berater ist der Philosoph Longinus. Und guter Rat tut Not. Denn wenn sie ihren Plan in die Tat umsetzen will, steht ihr ein Feldzug gegen das Land am Nil bevor. Ägypten ist aber römische Staatsdomäne. Zenobia rüstet also gegen Rom. Eine riskante Strategie. Die Rechnung geht auf. Zenobias Truppen bezwingen die römischen Legionen in Ägypten. Die Regentin trägt stolz den Sieg davon. Ob aus Mutterliebe oder Größenwahn, Zenobia geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie lässt Münzen prägen, die sie auf der einen Seite als Augusta und auf der anderen Seite ihren Sohn Vaballath als Augustus zeigen, als Kaiserin und Kaiser. Den Sohn auch gleich sozusagen dynastisch in eine Erbfolge als Kaiser zu bezeichnen, als römischen Kaiser, als Augustus, muss in Rom, das ist ein Amtstitel, der muss in Rom als Affront betrachtet werden. Die Ereignisse im Ostreich bleiben nicht ohne Folgen. Der neu ausgerufene römische Kaiser Aurelian gilt als kompromissloser und eiskalter Stratege. Er ist fest entschlossen, im Orient hart durchzugreifen und gegen die palmyrenische Machthaberin vorzugehen. Zenobia versucht zu vermitteln, doch ohne Erfolg. Noch ist Kaiser Aurelian keine direkte Bedrohung. Seine Truppen stehen an der Donau, mehr als 2000 Kilometer von Syrien entfernt. Der Militärmaschine Aurelians gelingt es, die Barbaren vernichtend zu schlagen und die Reichsgrenzen abzusichern. Sofort nimmt der Imperator sein nächstes Ziel ins Visier. Er will den erstarkten Bündnispartner Palmyra endlich zur Raison bringen. Zenobia wappnet sich.
Die Herrscherin weiß, dass Aurelian die militärische Auseinandersetzung sucht. Aurelian muss ein Exempel statuieren. Zenobias Herrschaft reicht inzwischen von Ägypten bis nach Kleinasien. Der Kaiser bringt seine Armee in Position. Zenobia setzt auf ihre Kamelkavallerie und auf die Gluthitze der Wüste. Die Römer sind gefürchtet für ihre schnellen Vorstöße. Der Kaiser lässt seine Legionäre mehr als 30 Kilometer pro Tag marschieren. In voller Ausrüstung. Innerhalb kürzester Zeit bringt Aurelian der selbstbewussten Augusta zwei schwere Niederlagen bei. Am Ende bleibt Zenobia nur der Rückzug nach Palmyra. Als Aurelians Truppen nachsetzen, flieht sie, wird aber von den Römern gestellt und gefangen genommen. Im Jahr 272 lässt der Eroberer die Wüstenmetropole plündern, den Staatsschatz abtransportieren und die Ratgeber Zenobias hinrichten. So die Quellen. Die römischen Schreiber berichten aber auch, dass er die Stadt dem Erdboden gleichgemacht habe. Palmyra ging im Flammenmeer auf. Vielleicht wurden dabei auch der Khan und der alte Stadtteil vernichtet. Hightech und klassische Archäologie. Gemeinsam fahnden Forscher nach den Spuren einer Katastrophe, die sich vor fast 2000 Jahren ereignete. Als Weltkulturerbe der UNESCO stehen die Ruinen von Palmyra unter besonderem Schutz. Im Bereich der Stadtmauern graben Wissenschaftler schon seit vielen Jahren. Dabei haben sie auch Erdschichten und Bebauungen aus dem späten 3. Jahrhundert nach Christus freigelegt. Aus der Epoche, in der die verheerende Feuersbrunst gewütet haben soll. Tatsächlich entdecken die Fachleute im Mauerwerk immer wieder typische Brandspuren. Auch die Datierung stimmt. Soweit der Befund der klassischen Archäologie. Jörg Fassbinder macht die Probe aufs Exempel. Ein flächendeckender Brand hätte in Palmyra, auch im alten Stadtteil, Temperaturen wie in einem Hochofen verursacht. Die große Hitze hinterlässt nachhaltige Spuren im Boden, da sie das magnetische Feld im Erdreich deutlich verändert. Mit dem Bodenmagnetometer kann der Geophysiker derartige Abweichungen messen. Wenn wir einen Großbrand haben, wenn wir einen massiven Brand haben, wir sprechen hier von Temperaturen zwischen 1200 und 1400 Grad Celsius, dann haben wir eine massive Anreicherung magnetischer Minerale. Das schlägt sich in einer Magnetfeldintensität von 80 bis 100 Nanotesla nieder. Diese Werte sehen wir nirgends auf dieser ganzen Fläche, abgesehen von einigen lokalen Partien, wo wir Öfen, Feuerstellen oder sowas vermuten. Aber der ganze Rest ist eben in dem Bereich von plus minus 5 Nanotesla und wir können damit also einen Großbrand, der massive Erhöhung der Magnetisierung bezeugt hätte, einfach ausschließen. Die Vernichtung von Palmyra. Vielleicht nur römische Propaganda. So wie der Bericht über das Ende der schönen Zenobia. Um ihr Schicksal nach der Niederlage gegen Aurelian ranken sich viele Legenden. Schenkt man den römischen Historikern Glauben, wurde sie in goldenen Ketten in die Hauptstadt am Tiber deportiert, in einem Triumphzug wie ein exotisches Tier vorgeführt und anschließend mit ihrem Sohn hingerichtet. Als große Widersacherin Roms geht Zenobia in die Annalen ein, der letzten Pharaonin Kleopatra ebenbürtig. Als sich die Senatoren bei Aurelian darüber mokieren, dass der Sieg über Zenobia doch keine Ruhmestat sei, soll der Kaiser gelassen geantwortet haben: Wenn ihr nur wüsstet, was für eine Frau ich besiegt habe. Möglicherweise war aber auch alles ganz anders. Es gibt die Quelle, dass sie einen Senator in Rom noch geheiratet hätte und dann in der Nähe von Tivoli, einige sagen in der Villa Hadriana, in einer Villa in Tivoli ein friedliches Ende gefunden hätte. Andere sagen, sie wäre auf dem Heimweg nach Palmyra, von Palmyra nach Rom schon umgebracht worden. Also auch da ist sicher sehr viel Klatsch und Propaganda. Eine solche Gegenspielerin des Römischen Reiches musste natürlich
entsprechend propagandistisch ausgewertet werden von den Quellen. Aurelian behauptete sogar, Gott Bel, der oberste Schutzgott von Palmyra, hätte ihm bei der Vernichtung der Stadt beigestanden. Bels Festtag, den 25. Dezember, ließ er zum höchsten Feiertag erklären. Später übernahmen die Christen das Datum und machten daraus Weihnachten. Die Ereignisse in Palmyra haben den Festtagskalender der westlichen Welt beeinflusst, sind aber kein Beweis für die Zerstörung des Wüstenortes. Aurelian hat sicher nicht, wie in den lateinischen Quellen steht, die ganze Stadt zerstört und dem Erdboden gleichgemacht. Das wäre ganz unrömisch. Sondern mit Sicherheit haben die Römer nur exemplarisch Gebäude zerstört, geplündert, gemordet, gehurt, weiß ich nicht. Jedenfalls haben sie sicher nicht die ganze Stadt flächendeckend zerstört. Das geht aus den archäologischen Denkmälern klar hervor. Und das Leben in Palmyra hörte damals auch sicher nicht auf. Irgendwann, in der Mitte des 3. Jahrhunderts, haben die Palmyrener den alten Stadtteil aufgegeben. Nur wenige hundert Meter davon entfernt wächst das antike Palmyra weiter zur riesigen Metropole heran. In der Blütezeit leben dort bis zu 120.000 Menschen. Wenn es keinen Flächenbrand gab, was veranlasste die Menschen, ihre Häuser und Villen zu verlassen, um einen Neuanfang zu starten? Der Satellit Terrasa X startet die dritte Phase. Noch einmal schicken die Wissenschaftler das Radarauge in das Testgebiet, um das alte Flussbett, das Wadi, abzuscannen. Schwer vorstellbar, dass vor Tausenden von Jahren reißende Wassermassen das Flussbett in den Wüstenboden gruben. Doch nach starken Regenfällen im Gebirge verwandelte sich die staubige Narbe immer wieder in einen schnellen Strom. Die Experten konzentrieren sich auf die Straßen und Gebäude rund um den ausgetrockneten Flusslauf. Erneut vergleichen sie die Satellitendaten mit den Messergebnissen des Bodenradars. Gesucht werden Auffälligkeiten im Gelände, ungewöhnliche Strukturen, wie es im Fachjargon heißt. Im Vergleich zu den geraden Linien der Straßenzüge und den klar angeordneten Bauwerken im grün markierten Bereich zeigt sich das rot markierte Gebiet als völliges Chaos. Gebäude und Straßenlinien reißen abrupt ab, verlaufen kreuz und quer, sehen aus wie hingeworfene Mikado-Stäbe. Dem Geophysiker Jörg Fassbinder kommen die Bilder bekannt vor. Aus Erfahrung weiß er, dass riesige Wassermassen derartige Strukturen hinterlassen. Die Karte offenbart Reste von Häusern, die von reißenden Fluten umgeworfen und wie Pappkartons zusammengedrückt wurden. Das Wasser hinterließ eine Schneise der Zerstörung. Man könnte sich vorstellen, dass hier Katastrophenereignis des Wadi einfach einen Schlammstrom runtergelaufen ist und diese Gebäude weggerissen hat oder überdeckt hat und dieses Messbild darstellt. Und das wäre natürlich wiederum ein Argument dafür, dass man nach 3, 4 derartigen Katastrophen sich entschieden hat, die Stadt hier in diesem Bereich aufzugeben und nördlich des Wadi die Hauptgebäude anzusiedeln und die neue Stadt, den römische Bereich, dann dort aufzubauen und diesen Platz, der halt temporär überschwemmt ist, dann freizugeben. Nicht eine Feuersbrunst trieb die Palmyrener in die Flucht, sondern jährlich wiederkehrende Überschwemmungen. Die Menschen wichen der Naturgewalt. Die alte Siedlung versank im Wüstensand. So die Theorie einiger Forscher. Der Wasserreichtum von Palmyra, für die Bewohner der Oase Fluch und Segen zugleich. Über Jahrtausende bescherte er der Metropole fruchtbare Böden und eine Vormachtstellung im Fernhandelsverkehr. Doch seit geraumer Zeit droht der Stadt eine neue Gefahr. Der Radarsatellit vom DLR sammelt auch Daten zur Früherkennung klimatischer Veränderungen auf der Erde. Von der Region rund um Palmyra liegen den Wissenschaftlern Satellitenbilder aus 3 Jahrzehnten vor. Im Computer ist eine Art Landschaftschronik entstanden, in der sämtliche Daten der Oase gespeichert sind. Die Informationen sind Teil eines globalen Forschungsprojekts, das die Knappheit von natürlichen Ressourcen untersucht.
Die Karten zeigen deutlich den markanten Wandel in der Vegetation von Palmyra. Erstaunlicherweise sind die Palmenhaine zwischen 1989 und 2001 immer weitläufiger geworden. Die Fläche ist in diesem Zeitraum um fast 40% gewachsen. Auch auf den neuesten Aufnahmen präsentiert sich Palmyra als grüne Insel. Mehr Vegetation bedeutet aber zugleich auch höherer Wasserverbrauch. In der Efka-Quelle sprudelt schon lange kein Wasser mehr aus dem Boden. Das Becken, in dem noch vor Jahrzehnten Kinder planschten, ist ausgetrocknet. Heute tanzt dort nur noch der Staub der Wüste. Die Beduinen mussten immer tiefer bohren, um an das kostbare Nass für ihre Felder zu gelangen. Was sie nicht ahnten, der weltweite Klimawandel machte auch vor Palmyra nicht Halt. Die Efka-Quelle versiegte. Den anderen Wasserreservoirs steht ein ähnliches Schicksal bevor. Seit einigen Jahren ist diese Quelle ganz tot. Und es muss alles Grundwasser jetzt auch für die Oase von unten raufgepumpt werden mit diesen Zweitaktermotoren. Und dadurch sinkt das Grundwasser in Palmyra jährlich enorm ab. Und das wird sicher zu großen Problemen führen in Palmyra. Vor fast 4000 Jahren begründete die Efka-Quelle den Reichtum der Stadt, die in der Antike zum wichtigsten Handelszentrum der damaligen Welt aufstieg. Als Verbündeter Roms erlebte die Metropole ihr goldenes Zeitalter. Erst Kaiser Aurelian setzte Palmyra schwer zu. Er konnte die Stadt aber nicht dem Erdboden gleichmachen, wie die Geschichtsschreibung behauptet. Römische Propaganda, durch die Forschung entlarvt. Heute ist die Efka-Quelle versiegt, Palmyra ernsthaft bedroht. Die Wüstenoase wird langsam verdursten, wenn nicht etwas geschieht. Die zukunftsweisenden Technologien der deutschen Luftraumbehörde haben ein Experiment möglich gemacht, das es so zuvor noch nie gegeben hat. Die Erkundung des antiken Palmyra aus dem Weltall. Mit den Bildern des Satelliten TerraSA-X und den Messdaten des Bodenradars hat Professor Schmidt-Collinet endlich die langgesuchte Siedlung aufgespürt, in der bis ins 3. Jahrhundert nach Christus Weltwirtschaft betrieben wurde. Ob die Archäologen eine neue Grabungsgenehmigung erhalten, steht aber noch in den Sternen. Hightech und klassische Archäologie im Schulterschluss. Die außergewöhnliche Zusammenarbeit weist den Weg in eine völlig neue Dimension. Mit spannenden Entdeckungen rund um den Globus. Spiele, um das Volk bei Laune zu halten. Die erfolgreiche Propagandamaßnahme der Herrscher am Tiber kommt auch bei den syrischen Vasallen gut an. Die monumentalen Ruinen zeugen von der einstigen Machtstellung Palmyras, die der Ort vor allem seiner strategisch günstigen Lage zu verdanken hat. Und von einer Epoche, die als goldene Ära der Stadt in die Geschichte eingegangen ist. Alles, was wir heute an Ruinen sehen in Palmyra, ist mehr oder weniger aus der römischen Kaiserzeit, byzantinischen Zeit oder frühislamischen Zeit, also 1. bis 7. Jahrhundert nach Christus. Wir wissen aber aus antiken schriftlichen Quellen, dass es auch schon vor der Römerzeit, in Anführungsstrichen, also in dem, was wir Hellenismus nennen, 3. bis 1. Jahrhundert vor Christus, eine bedeutende Siedlung in Palmyra gegeben haben muss. Seit 30 Jahren forscht Professor Schmidt-Collinet in Palmyra mit dem Ziel, im Wüstensand die Siedlung zu finden, von der die Quellen berichten. Ihm zur Seite steht der Geophysiker Dr. Jörg Fassbinder, Spezialist für elektromagnetische Untersuchungen und Bodenradar. Fassbinder ist berühmt für seine spektakulären Entdeckungen. Dritter im Bunde ist der Radarexperte Dr. Stefan Buckreus.
Er arbeitet im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und zeichnet für das Projekt TerraSAR-X verantwortlich. Er koordiniert den Versuch, die verborgene Stadt mit Hightech aufzuspüren. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist eine hochkomplexe Forschungseinrichtung, die ein breit gefächertes Aufgabenprofil zu bewältigen hat. Im Auftrag der Bundesregierung beschäftigt sich das Institut ebenso mit der Entwicklung von Raketensystemen wie mit der Erkundung von fremden Planeten oder der Beobachtung der Erde. Die Wissenschaftler vom DLR stellen ihre Spitzentechnologie, den Radarsatelliten TerraSAR-X, in den Dienst der Archäologie. Ein einmaliges Experiment. Phase 1 der Hightech-Suche. Erstellung eines Geländemodells von Palmyra und Umgebung. Aus einer Höhe von mehr als 500 Kilometern tastet der Satellit zunächst im Grobmodus das Terrain mit Radarwellen ab. Je nach Bodenbeschaffenheit dringen die Wellen bis zu 10 cm tief ins Erdreich ein. Diese neuen Radarbilder hier vom DLR ermöglichen jetzt, die Oberfläche so genau, so exakt zu vermessen und darzustellen, dass man auch an der Oberflächenstruktur noch besser als mit Luftaufnahmen erkennen kann, welche Monumente und... Nicht eine Feuersbrunst trieb die Palmyrener in die Flucht, sondern jährlich wiederkehrende Überschwemmungen. Die Menschen wichen der Naturgewalt. Die alte Siedlung versank im Wüstensand. So die Theorie einiger Forscher. Der Wasserreichtum von Palmyra, für die Bewohner der Oase Fluch und Segen zugleich. Über Jahrtausende bescherte er der Metropole fruchtbare Böden und eine Vormachtstellung im Fernhandelsverkehr. Doch seit geraumer Zeit droht der Stadt eine neue Gefahr. Der Radarsatellit vom DLR sammelt auch Daten zur Früherkennung klimatischer Veränderungen auf der Erde. Von der Region rund um Palmyra liegen den Wissenschaftlern Satellitenbilder aus 3 Jahrzehnten vor. Im Computer ist eine Art Landschaftschronik entstanden, in der sämtliche Daten der Oase gespeichert sind. Die Informationen sind Teil eines globalen Forschungsprojekts, das die Knappheit von natürlichen Ressourcen untersucht. Die Karten zeigen deutlich den markanten Wandel in der Vegetation von Palmyra. Erstaunlicherweise sind die Palmenhaine zwischen 1989 und 2001 immer weitläufiger geworden. Die Fläche ist in diesem Zeitraum um fast 40% gewachsen. Auch auf den neuesten Aufnahmen präsentiert sich Palmyra als grüne Insel. Mehr Vegetation bedeutet aber zugleich auch höherer Wasserverbrauch. In der FK-Quelle sprudelt schon lange kein Wasser mehr aus dem Boden. Das Becken, in dem noch vor Jahrzehnten Kinder planschten, ist ausgetrocknet. Heute tanzt dort nur noch der Staub der Wüste. Die Beduinen mussten immer tiefer bohren, um an das kostbare Nass für ihre Felder zu gelangen. Was sie nicht ahnten, der weltweite Klimawandel machte auch vor Palmyra nicht Halt. Die FK-Quelle versiegte. Den anderen Wasserreservoirs steht ein ähnliches Schicksal bevor. Seit einigen Jahren ist diese Quelle ganz tot. Und es muss alles Grundwasser jetzt auch für die Oase von unten raufgepumpt werden mit diesen Zweitaktermotoren. Und dadurch sinkt das Grundwasser in Palmyra jährlich enorm ab. Und das wird sicher zu großen Problemen führen in Palmyra. Vor fast 4000 Jahren begründete die FK-Quelle den Reichtum der Stadt, die in der Antike zum wichtigsten Handelszentrum der damaligen Welt aufstieg. Als Verbündeter Roms erlebte die Metropole ihr goldenes Zeitalter. Erst Kaiser Aurelian setzte Palmyra schwer zu. Er konnte die Stadt aber nicht dem Erdboden gleichmachen. Er arbeitet im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und zeichnet für das Projekt TerraSAR-X verantwortlich. Er koordiniert den Versuch, die verborgene Stadt mit Hightech aufzuspüren. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist eine hochkomplexe Forschungseinrichtung,
die ein breit gefächertes Aufgabenprofil zu bewältigen hat. Im Auftrag der Bundesregierung beschäftigt sich das Institut ebenso mit der Entwicklung von Raketensystemen wie mit der Erkundung von fremden Planeten oder der Beobachtung der Erde. Die Wissenschaftler vom DLR stellen ihre Spitzentechnologie, den Radarsatelliten TerraSAR-X, in den Dienst der Archäologie. Ein einmaliges Experiment. Phase 1 der Hightech-Suche. Erstellung eines Geländemodells von Palmyra und Umgebung. Aus einer Höhe von mehr als 500 Kilometern tastet der Satellit zunächst im Grobmodus das Terrain mit Radarwellen ab. Je nach Bodenbeschaffenheit dringen die Wellen bis zu 10 cm tief ins Erdreich ein. Diese neuen Radarbilder hier vom DLR ermöglichen jetzt, die Oberfläche so genau, so exakt zu vermessen und darzustellen, dass man auch an der Oberflächenstruktur noch besser als mit Luftaufnahmen erkennen kann, welche Monumente unter der Erde liegen können. Die Ruinen von Palmyra, aufgenommen aus dem Orbit. Die gestochen scharfen Bilder zeigen deutlich, wie die Metropole in der Antike angelegt war. Auch, dass in unmittelbarer Nähe zu den riesigen Palmenhainen das größte Gebäude der Stadt emporragt. Der Bel-Tempel. Die alte Weihestätte wurde zu Ehren der höchsten Schutzgottheit Palmyras errichtet. Um die quadratische Anlage verlief eine über 11 Meter hohe Mauer, die den heiligen Bezirk von der Außenwelt abschirmte. In seinem Inneren stand das Hauptheiligtum. Der Tempel, vor dem die Priester Gott Bel Opfer darbrachten, konnte nur über das Portal an der Breitseite betreten werden. Und dafür gab es einen Grund, der vor allem mit der damaligen Glaubensvorstellung der Menschen zu tun hatte. Der Eingang zum Allerheiligsten war so konstruiert, dass er genau in einer Fluchtlinie mit dem Eingang in der Umfassungsmauer lag. Die Blickrichtung endet aber nicht an der Mauer, sondern reicht sogar noch über den Tempelbezirk hinaus. Der Achsenverlauf führt mit nur geringen Abweichungen zum wichtigsten Platz. Palmyra Warnen bringen Waren aller Art für den Fernhandelsverkehr. Trauben und Olivenöl aus Spanien gehören damals zu den Exportschlagern, ebenso wie Wein aus Rhodos oder exotische Gewürze aus dem fernen Indien. Aber auch die kostbare Seide aus China wird hoch gehandelt. Ganz gleich, ob die Kaufleute ihre Waren in Palmyra verkaufen oder einfach nur durchreisen wollen, immer müssen sie an die Fürsten saftige Tribute zahlen. Trotzdem legt jede Karawane in der Wüstenstadt eine Rast ein. Schon allein wegen der Efka-Quelle. Auf der Route zur Küste ist das Grundwasserreservoir die einzige Wasserstelle weit und breit. Sie garantiert den Bewohnern von Palmyra Wohlstand und florierenden Handel. Im Jahr 31 vor Christus blickt Rom nach Palmyra. Das Imperium drängt immer weiter nach Osten und braucht die Vorzeigemetropole als Verbündete. Die Stadt wird römische Provinz. Die Bewohner bleiben zwar unabhängig, sind aber den Herren vom Tiber loyal ergeben. Die neue Situation bringt ihnen sogar wirtschaftliche Vorteile. Rom stärkt Palmyras Rolle als Zentrum des Karawanenhandels. Kaufleute aus der Fremde müssen höhere Zölle bezahlen. Die einheimischen Großhändler steigern die Gewinnspannen. Allein an Luxuswaren aus China und Indien verdient die Stadt jährlich etwa 100 Millionen Sesterzen, rund 250 Millionen Euro. Ein Großteil des Geldes fließt in den Städtebau. Dabei ist Rom das große Vorbild für die eigenen architektonischen Entwürfe. Rückgrat der blühenden Metropole wird die prächtige Säulenallee mit Torbogen, Seitenstraßen und öffentlichen Prunkbauten. Palmyra erlebt einen Bauboom, der viele Jahrzehnte anhält und die Oase in ein luxuriöses Rom der Wüste verwandelt. Selbst das Markenzeichen römischer Baukunst
das Theater, haben die Palmyrener kopiert. Brot und Spiele, um das Volk bei Laune zu halten. Die erfolgreiche Propagandamaßnahme der Herrscher am Tiber kommt auch bei den syrischen Vasallen gut an. Die monumentalen Ruinen zeugen von der einstigen Machtstellung Palmyras, die der Ort vor allem seiner strategisch günstigen Lage zu verdanken hat. Und von einer Epoche, die als goldene Ära der Stadt in die Geschichte eingegangen ist. Alles, was wir heute an Ruinen sehen in Palmyra, ist mehr oder weniger aus der römischen Kaiserzeit, Byzantin. Im Jahr 31 vor Christus blickt Rom nach Palmyra. Das Imperium drängt immer weiter nach Osten und braucht die Vorzeigemetropole als Verbündete. Die Stadt wird römische Provinz. Die Bewohner bleiben zwar unabhängig, sind aber den Herren vom Tiber loyal ergeben. Die neue Situation bringt ihnen sogar wirtschaftliche Vorteile. Rom stärkt Palmyras Rolle als Zentrum des Karawanenhandels. Kaufleute aus der Fremde müssen höhere Zölle bezahlen. Die einheimischen Großhändler steigern die Gewinnspannen. Allein an Luxuswaren aus China und Indien verdient die Stadt jährlich etwa 100 Millionen Sesterzen, rund 250 Millionen Euro. Ein Großteil des Geldes fließt in den Städtebau. Dabei ist Rom das große Vorbild für die eigenen architektonischen Entwürfe. Rückgrat der blühenden Metropole wird die prächtige Säulenallee mit Torbogen, Seitenstraßen und öffentlichen Prunkbauten. Palmyra erlebt einen Bauboom, der viele Jahrzehnte anhält und die Oase in ein luxuriöses Rom der Wüste verwandelt. Selbst das Markenzeichen römischer Baukunst, das Theater, haben die Palmyrener kopiert. Brot und Spiele, um das Volk bei Laune zu halten. Die erfolgreiche Propagandamaßnahme der Herrscher am Tiber kommt auch bei den syrischen Vasallen gut an. Die monumentalen Ruinen zeugen von der einstigen Machtstellung Palmyras, die der Ort vor allem seiner strategisch günstigen Lage zu verdanken hat. Und von einer Epoche, die als goldene Ära der Stadt in die Geschichte eingegangen ist. Alles, was wir heute an Ruinen sehen in Palmyra, ist mehr oder weniger aus der römischen Kaiserzeit, byzantinischen Zeit oder frühislamischen Zeit, also 1. bis 7. Jahrhundert nach Christus. Wir wissen aber aus antiken schriftlichen Quellen, dass es auch schon vor der Römerzeit, in Anführungsstrichen, also in dem, was wir Hellenismus nennen, 3. bis 1. Jahrhundert vor Christus, eine bedeutende Siedlung in Palmyra gegeben haben muss. Seit 30 Jahren forscht Professor Schmidt-Collinet in Palmyra mit dem Ziel, im Wüstensand die Siedlung zu finden, von der die Quellen berichten. Ihm zur Seite steht der Geophysiker Dr. Jörg Fassbinder, Spezialist für elektromagnetische Untersuchungen und Bodenradar. Fassbinder ist berühmt für seine spektakulären Entdeckungen. Dritter im Bunde ist der Radarexperte Dr. Stefan Buckreus. Er arbeitet im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und zeichnet für das Projekt, der halt temporär überschwemmt ist, dann freizugeben. Nicht eine Feuersbrunst trieb die Palmyrener in die Flucht, sondern jährlich wiederkehrende Überschwemmungen. Die Menschen wichen der Naturgewalt. Die alte Siedlung versank im Wüstensand. So die Theorie einiger Forscher. Der Wasserreichtum von Palmyra, für die Bewohner der Oase Fluch und Segen zugleich. Über Jahrtausende bescherte er der Metropole fruchtbare Böden und eine Vormachtstellung im Fernhandelsverkehr. Doch seit geraumer Zeit droht der Stadt eine neue Gefahr. Der Radarsatellit vom DLR sammelt auch Daten zur Früherkennung klimatischer Veränderungen auf der Erde. Von der Region rund um Palmyra liegen den Wissenschaftlern Satellitenbilder aus 3 Jahrzehnten vor. Im Computer ist eine Art Landschaftschronik entstanden, in der sämtliche Daten der Oase gespeichert sind. Die Informationen sind Teil eines globalen Forschungsprojekts, das die Knappheit von natürlichen Ressourcen untersucht. Die Karten zeigen deutlich den markanten Wandel in der Vegetation von Palmyra.
Erstaunlicherweise sind die Palmenhaine zwischen 1989 und 2001 immer weitläufiger geworden. Die Fläche ist in diesem Zeitraum um fast 40% gewachsen. Auch auf den neuesten Aufnahmen präsentiert sich Palmyra als grüne Insel. Mehr Vegetation bedeutet aber zugleich auch höherer Wasserverbrauch. In der Efka-Quelle sprudelt schon lange kein Wasser mehr aus dem Boden. Das Becken, in dem noch vor Jahrzehnten Kinder planschten, ist ausgetrocknet. Heute tanzt dort nur noch der Staub der Wüste. Die Beduinen mussten immer tiefer bohren, um an das kostbare Nass für ihre Felder zu gelangen. Was sie nicht ahnten, der weltweite Klimawandel machte auch vor Palmyra nicht Halt. Die Efka-Quelle versiegte. Den anderen Wasserreservoirs steht ein ähnliches Schicksal bevor. Seit einigen Jahren ist diese Quelle ganz tot. Und es muss alles Grundwasser jetzt auch für die Oase von unten raufgepumpt werden mit diesen Zweitaktermotoren. Und dadurch sinkt das Grundwasser in Palmyra jährlich enorm ab. Und das wird sicher zu großen Problemen führen in Palmyra. Vor fast 4000 Jahren begründete die Efka-Quelle den Reichtum der Stadt, die in der Antike zum wichtigsten Handelszentrum der damaligen Welt aufstieg. Als Verbündeter Roms erlebte die Metropole ihr goldenes Zeitalter. Erst Kaiser Aurelian setzte Palmyra schwer. Als Aurelians Truppen nachsetzen, flieht sie, wird aber von den Römern gestellt und gefangen genommen. Im Jahr 272 lässt der Eroberer die Wüstenmetropole plündern, den Staatsschatz abtransportieren und die Ratgeber Zenobias hinrichten. So die Quellen. Die römischen Schreiber berichten aber auch, dass er die Stadt dem Erdboden gleichgemacht habe. Palmyra ging im Flammenmeer auf. Vielleicht wurden dabei auch der Khan und der alte Stadtteil vernichtet. Hightech und klassische Archäologie. Gemeinsam fahnden Forscher nach den Spuren einer Katastrophe, die sich vor fast 2000 Jahren ereignete. Als Weltkulturerbe der UNESCO stehen die Ruinen von Palmyra unter besonderem Schutz. Im Bereich der Stadtmauern graben Wissenschaftler schon seit vielen Jahren. Dabei haben sie auch Erdschichten und Bebauungen aus dem späten 3. Jahrhundert nach Christus freigelegt. Aus der Epoche, in der die verheerende Feuersbrunst gewütet haben soll. Tatsächlich entdecken die Fachleute im Mauerwerk immer wieder typische Brandspuren. Auch die Datierung stimmt. Soweit der Befund der klassischen Archäologie. Jörg Fassbinder macht die Probe aufs Exempel. Ein flächendeckender Brand hätte in Palmyra, auch im alten Stadtteil, Temperaturen wie in einem Hochofen verursacht. Die große Hitze hinterlässt nachhaltige Spuren im Boden, da sie das magnetische Feld im Erdreich deutlich verändert. Mit dem Bodenmagnetometer kann der Geophysiker derartige Abweichungen messen. Wenn wir einen Großbrand haben, wenn wir einen massiven Brand haben, wir sprechen hier von Temperaturen zwischen 1200 und 1400 Grad Celsius, dann haben wir eine massive Anreicherung magnetischer Minerale. Das schlägt sich in einer Magnetfeldintensität von 80 bis 100 Nanotesla nieder. Diese Werte sehen wir nirgends auf dieser ganzen Fläche, abgesehen von einigen lokalen Partien, wo wir Öfen, Feuerstellen oder sowas vermuten. Aber der ganze Rest ist eben in einem Bereich von plus minus 5 Nanotesla und wir können damit also einen Großbrand, der massive Erhöhung der Magnetisierung bezeugt hätte, einfach ausschließen. Die Vernichtung von Palmyra. Vielleicht nur römische Propaganda. So wie der Bericht über das Ende der schönen Zenobia. Um ihr Schicksal nach der Niederlage gegen Aurelian ranken sich viele Legenden. Schenkt man den römischen Historikern Glauben, wurde sie in goldenen Ketten in Schehorden stürmen die Reichsgrenzen. Die Macht, die einst die Welt erzittern ließ, kämpft gegen wilde Stämme ums Überleben. Während die Legionen im Westen einen verzweifelten Krieg führen, bahnt sich im Osten eine neue Gefahr an.
Die Perser haben ihre Truppen in Marsch gesetzt. Der Großkönig will sein Reich bis zum Mittelmeer ausdehnen. Kaiser Valerian tritt ihnen entgegen. Im Frühsommer 260 nach Christus kommt es bei Edessa zur entscheidenden Schlacht. Der Perserkönig Shapur war zuvor schon mehrfach in römisches Territorium vorgedrungen, hatte wichtige Städte eingenommen, geplündert und wieder an die gegnerische Großmacht verloren. Auf dem Schlachtfeld von Edessa sollte das Kräftemessen seinen Höhepunkt erreichen. Doch die riesige Armee von Kaiser Valerian ist durch eine Seuche dezimiert. Die römischen Streitmächte erleiden eine bittere Niederlage. Die Soldaten werden als Gefangene verschleppt und auch Valerian selbst gerät in die Hände des Perserkönigs. Valerians Schicksal ist besiegelt. Er fristet den Rest seines Lebens als Sklave des persischen Herrschers. Shapur rühmte sich damit, dass er den römischen Kaiser als Fußschemel benutzte, wenn er aufs Pferd steigen wollte. Ein einmaliger Akt der Demütigung. Prinz Odaenath von Palmyra soll Rom rächen. Als Verbündeter der angeschlagenen Großmacht steht er in der Pflicht. Zudem wittert der Stadtfürst seine große Chance, Ruhm und Ehre zu erlangen. Denn die römische Vorherrschaft im Orient ist faktisch zusammengebrochen. Seine Frau heißt Zenobia, viele Jahre jünger als er und äußerst ehrgeizig. Als Odaenath aus Rom den Auftrag erhält, seine Kamelreiter und Bogenschützen in die Schlacht zu schicken, bestärkt sie Odaenath in seiner Entscheidung. Auch die stolze Zenobia träumt von einer glanzvollen Zukunft als Regentin. Vor allem für ihren Sohn Vaballath hat sie sich hohe Ziele gesteckt. Das Herrscherpaar nutzt die Gunst der Stunde. Und dann kämpft der palmyrenische Prinz, sag ich mal, Odaenath im Namen, auf Seiten Roms, ist Rom gegenüber loyal und drängt die Sassaniden bis in ihre Hauptstadt zurück und wird deshalb natürlich von den Römern geehrt, geadelt, würden wir sagen, kriegt bestimmte Titel. Und in dieser weltpolitischen Auseinandersetzung spielt Palmyra natürlich da eine ganz entscheidende Rolle. Odaenath übernimmt als Kaiserstellvertreter die Führung der römischen Truppen im Osten. Fördert zutage fördert, gleicht einer Sensation. Die Forscher wissen nicht, ob im Wüstensand eine Villa oder vielleicht sogar ein Palast auf sie wartet. Tonnen von Schutt müssen die Arbeiter beiseite räumen, bis die Grundmauern endlich freiliegen. Sie gehören zu einem gewaltigen Bauwerk, das 40 mal 40 Meter misst und älter ist als die Bauten aus der Römerzeit. Die Forscher nennen ihre Entdeckung Khan. Wir interpretieren das heute so, eben, dass es der Sitz eines solchen Karawanenherren ist. Möglicherweise kennen wir sogar seine Familie. Es gibt Hinweise darauf, dass das die Familie des Elabel war. Dieser Clan des Elabel ist einer der bedeutendsten palmyrenischen Clans, Societies aus dem 1. und 2. Jahrhundert nach Christus sind sie uns bekannt. So muss man sich einen reichen Clanchef vorstellen. Darstellungen wie diese fanden die Forscher überall in Palmyra. Festlich gewandete Männer mit einer speziellen Kopfbedeckung. Das Zeichen für ein heiliges Amt. Viele Kaufleute waren gleichzeitig auch Priester, die zu kultischen Banketten luden. Der Khan des Elabel hatte mindestens 12 Zimmer. In aufwendiger Kleinarbeit gelang es den Archäologen, die Funktionen der Räume zu bestimmen. Im Wohnbereich gruben sie kleine Tontafeln aus, sogenannte Tessere. Nicht größer als eine Briefmarke, aber trotzdem ein sensationeller Fund. Die Tessere spielten im kulturellen Leben Palmyras eine wichtige Rolle. Sie sind so etwas wie gebrannte Eintrittskarten für religiöse Festessen, die als gesellschaftliches Großereignis galten. Über den Ablauf der Bankette können die Wissenschaftler nur spekulieren. Möglich, dass sich die High Society zum geselligen Beisammensein traf. Möglich aber auch, dass der Priester für Gott Bel Opferrituale durchführte. Was aber auf der Speisekarte stand, ist klar. Lämmer und Zicklein waren fester Bestandteil der Menüs. Auch bei den Kultmahlen, die der reiche Kaufmann abhielt.
Im Haus des Elabel wurden aber nicht nur Feste gefeiert, sondern auch Handel betrieben. Öllampen, Tonwaren, Stoffe oder Perlmutschalen, nur eine kleine Auswahl des reichhaltigen Sortiments, um das im Khan tagtäglich gefeilscht wurde. Die palmyrenischen Großhändler sind damals mächtige Leute. Sie diktieren die Preise und kontrollieren den Weitertransport der Waren, die aus allen Teilen der damals bekannten Welt eintreffen. Auch im Khan wird viel Geld verdient. Dort tummelt sich eine multikulturelle Gesellschaft ohne Erfolg. Noch ist Kaiser Aurelian keine direkte Bedrohung. Seine Truppen stehen an der Donau, mehr als 2000 Kilometer von Syrien entfernt. Der Militärmaschine Aurelians gelingt es, die Barbaren vernichtend zu schlagen und die Reichsgrenzen abzusichern. Sofort nimmt der Imperator sein nächstes Ziel ins Visier. Er will den erstarkten Bündnispartner Palmyra endlich zur Raison bringen. Zenobia wappnet sich. Die Herrscherin weiß, dass Aurelian die militärische Auseinandersetzung sucht. Aurelian muss ein Exempel statuieren. Zenobias Herrschaft reicht inzwischen von Ägypten bis nach Kleinasien. Der Kaiser bringt seine Armee in Position. Zenobia setzt auf ihre Kamelkavallerie und auf die Gluthitze der Wüste. Die Römer sind gefürchtet für ihre schnellen Vorstöße. Der Kaiser lässt seine Legionäre mehr als 30 Kilometer pro Tag marschieren. In voller Ausrüstung. Innerhalb kürzester Zeit bringt Aurelian der selbstbewussten Augusta zwei schwere Niederlagen bei. Am Ende bleibt Zenobia nur der Rückzug nach Palmyra. Als Aurelians Truppen nachsetzen, flieht sie, wird aber von den Römern gestellt und gefangen genommen. Im Jahr 272 lässt der Eroberer die Wüstenmetropole plündern, den Staatsschatz abtransportieren und die Ratgeber Zenobias hinrichten. So die Quellen. Die römischen Schreiber berichten aber auch, dass er die Stadt dem Erdboden gleichgemacht habe. Palmyra ging im Flammenmeer auf. Vielleicht wurden dabei auch der Khan und der alte Stadtteil vernichtet. Hightech und klassische Archäologie. Gemeinsam fahnden Forscher nach den Spuren einer Katastrophe, die sich vor fast 2000 Jahren ereignete. Als Weltkulturerbe der UNESCO stehen die Ruinen von Palmyra unter besonderem Schutz. Im Bereich der Stadtmauern graben Wissenschaftler schon seit vielen Jahren. Dabei haben sie auch Erdschichten und Bebauungen aus dem späten 3. Jahrhundert nach Christus freigelegt. Aus der Epoche, in der die verheerende Feuersbrunst gewütet haben soll. Tatsächlich entdecken die Fachleute im Mauerwerk immer wieder typische Brandspuren. Auch die Datierung stimmt. Soweit der Befund der klassischen Archäologie. Jörg Fassbinder macht die Probe aufs Exempel. Ein flächendeckender Brand hätte in Palmyra, auch im alten Stadtteil, Temperaturen wie in einem Hochofen.